Mir wurde klar, dass dies eine große Katastrophe internationalen Ausmaßes war. Die Hubschrauber kommen um 3.05 Uhr morgens an. Über die nächsten 7 Stunden werden jene Passagiere, die die Nacht in den Rettungsbooten überlebt haben, gerettet. Wir waren etwa 15 Leute in der Rettungsinsel, nur 6 überlebten. Es dauerte Monate, bis Berichte und ein Gutachten über die Ursachen des Unglücks vorgelegt wurden. Nach dem Sinken der Estonia wurde ein regierungsinternes Konsortium zur Untersuchung des Unglücks zusammengestellt. Ursache war das Abreißen des Flugvisiers, da es entweder nicht für derart große Lasten konstruiert oder nicht gewartet worden war. Es war eine Schwachstelle im Designkonzept. Taucher, die den Unglücksort untersuchen, sind das Rad 70 Meter Tiefe auf der Seite liegen. 155 Restaurants und Bars, 600 sind noch in ihren Kabinen. Alle Offiziere gingen mit dem Schiff unter. Man geht davon aus, dass sich noch alle auf der Brücke befinden. Die Estonia liegt noch immer dort. Man drohte damit, sie einfach abzudecken. Es gab Pläne, das ganze Schiff einfach mit Beton zu bedecken. Doch die Familien wurden wütend und der Plan wurde fallen gelassen. Warum konnte man den nicht werden? Nach dem Sinken der Estonia wurden die Sicherheitsstandards der Fähren und die Bestimmungen bezüglich der Ausweise der Rettungsboote verbessert. In den 90ern wird die Welt von einigen schweren Erdbeben erschüttert. Besonders verheerende Folgen hat aber ein Erdbeben, das eine Stadt völlig unvermutet traf. Aufgrund seiner Lage gehört Japan zu den Ländern, die weltweit am stärksten von Erdbeben betroffen sind.